Wir haben ein Territorium eingenommen. Der Außenposten wurde errichtet und das Territorium gehört nun uns. Nun können wir zwei Steinmetzhütten bei einem Steinbruch errichten, um dort Stein abzubauen. Okay, sie will, dass wir zwei... Ihr könnt übrigens Gebäude drehen, bevor ihr sie platziert. Ja, das kriegen wir jetzt gesagt. Wir sollten einen Pfad von der Steinmetzhütte zum Marktplatz bauen. Klickt auf die Schaltfläche Pfad anlegen und bestimmt dann den Start und den Endpunkt des Pfades. Das ist immer eine gute Idee, Pfade zu bauen, weil da auf den Pfaden bewegen sich die Siedler auch schneller. Und meistens sind sie auch so klug und nehmen dann die Pfade. Das Schöne an Siedler 6, mal abgesehen von Stein und Eisen. Also hier ist Eisen, sind alle Ressourcen unendlich. Das heißt, wir müssen uns darum wenig Sorgen machen. Also wir können weder unsere Jagdgründe erschöpfen. Jedenfalls habe ich es noch nie geschafft. Ich habe aber halt auch, wie gesagt, immer nur... Ausgezeichnet. Die Steinmetzhütten sind errichtet. Die Steinmetze können mit der Arbeit beginnen. Jetzt, da wir über mehr Siedler verfügen, benötigen wir auch mehr Nahrung. Die Banditen machen es mir unmöglich, euch die Kleidung zu schicken, die eure Siedler benötigen, Alandra. Ihr solltet befehlen, zwei Gerbereien zu errichten, damit eure Siedler sich ihre Lederkleidung selbst anfertigen können. Also ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Nahrung, hieß es. Deswegen bauen wir eine zweite Metzgerei. Und wir brauchen eine Gerberei. Er sagt zwar zwei, aber es ist nur eine. Meine zweite wäre jetzt erstmal zu Overkill. Eigentlich sind auch die zwei Steinmetzhütten Overkill, aber... Ja, die werden... Dann halt schneller die Ressourcen. Die Schneider sind bereit. Sobald sie genügend Kleidung produziert haben, steht ihr kurz vor der Beförderung zum Landvogt von Westholm, Alandra. Mhm. Also wir kriegen keine neuen Rechte, leider. Jedenfalls in der Mission nicht, in der nächsten Mission dann auf jeden Fall. Aber die Siedler werden als Bedürfnis dann Kleidung haben. Das heißt, dieses hier wird freigeschalten als Bedürfnis. Ihr könnt die Kamera drehen, um euch umzusehen. Versucht es und schaltet dann wieder in den ursprünglichen Kamerawinkel zurück. Ja, mit Steuerung kann ich die Kamera drehen. Also Steuerung und Mausrad. Und mit Leertaste geht's wieder zurück. Gut. So, 6 Klamotten brauchen wir. Die Steine sollten jetzt eigentlich ausgeliefert werden. Ja, werden sie auch. Wir besitzen jetzt genug Stein. Wählt die Burg an und baut sie aus. Sobald ihr den Befehl dazu gegeben habt, werden die Siedler erscheinen, um ihn auszuführen. Ja. Für das Ausbauen meiner Basisgebäude, also Burg, Lagerhaus und später auch die Kirche, kommen die normalen Siedler... bauen es aus. Anders als bei den Gebäuden, wo dann ein neuer Siedler erscheint und es ausbaut und dann auch drin arbeitet. Für die Gebäude sind dann, müssen dann die Siedler, die schon da sind, hinhalten. Und ja, der Winter ist da.
So, Baumaterialien sind geliefert. Die Burg wird ausgebaut. Die Burg sieht beeindruckend aus, Euer Majestät. Wir machen gute Fortschritte. Ja, jedes Gebäude kann dreimal ausgebaut werden. Beim Lager erhöht sich eben die Lagerkapazität immer um 250, glaube ich, auf maximal 1000. Bei der Burg erhöht sich das Soldatenlimit und bei der Kirche erhöht sich mein Einwohnerlimit. Aber die Kirche besitzen wir in der ersten Mission halt noch nicht. Erst ab der zweiten Mission wird die relevant, genauso wie Frauen auch. Ja, das klingt schon wieder so falsch. Gut, bauen wir die Gerberei aus. Ja, während wir warten, kann ich euch ja mal kurz die Wetterkarte zeigen. Hier auf der Wetterkarte sieht man nämlich ziemlich gut eindeutig, in welchen Monaten Winter ist. Also in dem Fall nur im Januar und im Dezember. Ach, im Februar auch, okay. Aber man sieht halt auch, ja, hier die Rohstoffe, also Fische, Weizen und Honig, in welchen Monaten sie nicht verfügbar sind, weil eben alles zugefroren ist. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir in den Monaten, wo es möglich ist, die Vorräte anlegen. Damit wir in den Wintermonaten nicht in die Bredouille geraten, dass wir nichts mehr haben. Ja, Diplomatie, Verbündete und Feinde. Nur um euch besser dienen zu können, ersehne ich einen höheren Titel. Ja, schmalzig. Gut gemacht, Alandra. Noch benötigen die Siedler keine Kleidung, doch sobald ihr Landvogt von Westholm seid, werden sie danach verlangen. Ja. Ritter Alandra, Gewissenhaftigkeit, Fleiß und harte Arbeit verdienen den gebührenden Lohn. Gegeben am heutigen erheben wir euch daher Kraft der uns zur Gebote stehenden Privilegien zur Landvogtin. Wir zu diesen Titel gehörigen Rechten und Pflichten. Nicht aus Ehrgeiz erbitte ich einen Titel, sondern als Zeichen eurer Anerkennung. Viel Erfolg mit eurem neuen Rang. Den besten wünschen euer König, das sind wir, befördern zur Landvogtin. Ritter muss auf dem Marktplatz sein. Ah. Auf euren Befehl. Das habe ich ganz vergessen, den Ritter auf den Marktplatz zu bringen dafür. Mit meinem neuen Titel werde ich euch und dem Himmel dienen. So. Ich beglückwünsche euch zu eurem neuen Titel, Alandra, Landvogt von Westholm. Einige königliche Truppen sind von einer Patrouille zurückgekehrt. Ich werde sie sofort zu euch schicken. Ja, das muss natürlich gefeiert werden, dass unser Ritter befördert wurde. Banditen greifen unsere Siedlung an. Diese törichten Banditen haben keine Chance, gegen unsere Truppen zu bestehen. Stürmt los! Befehl verstanden. So. Die Banditenlager wurden zerstört. Nun stellen sie für die Siedler und Händler keine Gefahr mehr dar. Euer Majestät, mit ruhiger Hand haben wir diese Herausforderung glänzend bestanden. Ihr hattet natürlich Hilfe. Doch die Frage ist, warum all diese Karren den ganzen Weg von Shalya aus ohne Eskorte zurückgelegt haben. Was geht dort vor? Gut, ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass wir jetzt noch das Banditenlager erst abfackeln müssen. Aber scheinbar ist das nicht mehr der Fall. Okay, Endstatistik. Ja, können wir uns alles Mögliche ansehen. Interessiert uns aber irgendwie nicht so wirklich. Wir wollen eigentlich gleich in die nächste Mission. Video abspielen. Ach, das Intro-Video. Okay.
Das heißt, nächste Mission, Chalia. Gehen wir gleich hinein. Euer Majestät, ich bringe Nachricht aus dem Norden von der Chalia-Halbinsel. Wikinger aus Nalindir haben die Nordküste angegriffen und der Handel ist zum Erliegen gekommen. Wir müssen die Dörfer an Chalias Küste vor den Angriffen dieser ruchlosen Wikinger schützen. Das Kloster von Ryan Over the Sea befindet sich ebenfalls dort. Der Bischof ist ein alter Freund von mir und ich sorge mich um ihn. Wenn es uns gelingt, hier eine Siedlung zu errichten, werden wir sowohl die umliegenden Dörfer als auch das Kloster versorgen und beschützen können. Mhm. Sobald wir unsere Stadt erbaut und das Gebiet gesichert haben, werden wieder Handelsschiffe in den Schutz des Hafens einlaufen können. Die Wikinger haben selbst vor den Klöstern nicht Halt gemacht. Schickt mich, und sie werden für ihr schändliches Tun bezahlen. Euer Majestät, Lady Alandra ist weise. Doch diese Nordmänner wird nur ein starker Arm zurückschlagen. Deswegen werden wir auch in der Mission Markus nehmen. Ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, Alandra werden wir wahrscheinlich kaum noch in Missionen auswählen. Es gab nur einen bestimmten Grund, warum ich sie für die Tutorial-Mission ausgewählt habe. Das werden wir allerdings später dann erfahren. Gut, starten wir die Mission. Wir müssen die Siedler von Chalia vor den Wikingern beschützen. Wenn wir eine Stadt bauen und das Gebiet sichern, können die Händler wieder den schützenden Hafen anlaufen. Hier sollten wir unsere Siedlung errichten. Wenn wir erfolgreich sind, werde ich schon bald Landvogt von Chalia sein. Und ja, man sieht, wir haben jetzt viel mehr Sachen zur Auswahl. Wir fangen aber natürlich erstmal klein an mit Holz. Hier und hier unten Holz wäre auch gut. So. Wir haben zwei Wildbereiche. Hier und hier oben. Und wir haben sogar Fisch hier unten. Bauen wir jetzt hier mal schöne Pfade. Ja, Pfad. Auch hier einen Pfad. So, bauen schon mal als erstes die Holzfällerhütten aus. Die Holzfällerhütte kriegt hier einen Pfad. Dann schicken wir mal Markus. Hi. Hier runter zum Erkunden. Auf euren Befehl. In die angrenzenden Territorien. Ah, und wir brauchen noch hier einen Pfad am besten. So. Jetzt bauen wir die beiden Jägerhütten und die Fischerhütte einmal aus. Naja, hier die Fischerhütte noch nicht. Aber wir bauen schon mal die ersten beiden Metzgereien. So, hier würden wir Eisen kriegen. Sofort. Man sieht hier, das Gebiet ist besetzt, das ist grün. Wir danken für euren Besuch. Gern würden wir mit euch Handel treiben.
In ganz Shalya findet ihr keine bessere Wolle und keinen frischeren Fisch. Schon unterwegs.